Leroy Sané, 24, und Bayern, so richtig passt das bisher nicht. Beim 2:1 in Leverkusen muss der Nationalspieler einen bitteren Tiefschlag hinnehmen. Sané wird in der 32. Minute für den am linken hinteren Oberschenkel verletzten Koeman, Diagnose offen, eingewechselt und muss nach nur 36 Minuten schon wieder raus. Es ist die Höchststrafe für Sané, der vorläufige Tiefpunkt seiner Bayernzeit. Rekordnationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus, 59, das ist kein Spieler, der Bayern verstärkt. Er macht sehr viele Fehler in der Defensive, schaut oft zu, anstatt mitzuarbeiten. Man erwartet nicht jedes Spiel 3 Tore von ihm, aber man erwartet Leidenschaft. Und die sieht man nicht. Sané kam im Sommer als großer Hoffnungsträger für 49 Millionen Euro von Manchester City. Doch bisher konnte der Nationalspieler nur beim 8:0 gegen Schalke am ersten Spieltag, ein Tor, 2 Vorlagen und einigen Joker-Einsätzen überzeugen. Ein Grund: Nach seinem Kreuzbandriss und der Kapselverletzung Ende September braucht Sané noch Zeit, um wieder zu alter Form zu finden. Bayern-Trainer Hansi Flick, 55, forderte zuletzt mehr Geduld bei seinem Superstar. Aber auch der Coach musste Sané zum Beispiel beim 2:0 gegen Lok Moskau immer wieder zu besserem Pressing ermahnen. Auch in Leverkusen ist Sanés Leistung wieder bescheiden: 0 Torschüsse, 0 Flanken, eine Torschussvorlage, 27% Fehlpässe. Flick erklärt die Auswechslung so: Ich wollte Musiala bringen. Dann gibt es nur wenige Spieler, die ich auswechseln kann. Müller, Gnabry und Sané. Thomas ist für uns unverzichtbar. Serge hat sich in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert. Von daher gab es nur die Option Leroy. Es geht darum, dass die Mannschaft Erfolg hat. Da muss der Einzelne zurückstecken. Er wird es verkraften. Thomas Müller, 31, nimmt Sané nach dem Abpfiff in den Arm, tröstet ihn. Müller: Ich habe ihm gesagt, dass er daraus nicht Frustration mitnehmen soll, sondern Motivation. Es ist natürlich eine harte Nummer, aber er arbeitet hart daran, dass der Knoten platzt. Es wird nicht sehr lange dauern, bis wir wieder ganz andere Sachen über Leroy hören. Sportvorstand Hasan Salihamidžić, 43, über Sané: Er will selbst mehr. Wir und die Jungs werden ihm helfen. Ich glaube an ihn, er hat Qualitäten, die wir brauchen, die uns helfen werden. Beim Spiel in Leverkusen hilft mal wieder Robert Lewandowski, 32. Nach dem herrlichen Volleykracher von Schick zur Leverkusener Führung, 14., dreht der frisch gebackene Weltfußballer mit einem Doppelpack das Spiel, 43. 90. plus 3. Macht die Bayern, bei denen Kimmich nach seiner Knieverletzung zum Comeback kommt, zum Weihnachtsmeister. Unerklärlich allerdings: Im 7. Ligaspiel in Folge gerät der Rekordmeister in Rückstand. Das gab es noch nie. Flick: Wir haben jetzt eine kleine Pause, da müssen wir das analysieren. Wir müssen das abstellen, keine Frage. Wir haben da ein Aufmerksamkeitsdefizit, das müssen wir verbessern. Trotzdem gibt's am Ende Frust bei Leverkusen. Die Werkself zeigt ein starkes Ziel, patzt sich aber mit 2 groben Fehlern. Beim 1:1 behindern sich Radetzky und TAH gegenseitig, beim 2:1 unterläuft TAH ein Stockfehler, selbst von der Tabellenspitze. Trainer Peter Bosch, 57, es ist eine riesige Enttäuschung, wie das Spiel ausgegangen ist. Schade für die ganze Mannschaft. Das haben wir nicht verdient.
couple speed, easy to see when we